Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht erinnern sich noch die ganz alten Hasen an so ein Video, wie man Mountainbike kauft in 2021. Doch dann stoß ich auf einen Hersteller, der klang sehr löblich. Ab diesem Tag las ich viele Testberichte. Die Nichtverfügbarkeit, ein Fluch, der sich machte breit über das ganze Land. Und er hatte schnell die Überhand. Das Bike, was ich damals eigentlich kaufen wollte, das hatte ziemlich krasse Verzögerungen durch Corona und Pipapo. Aber das Bike steht jetzt hier hinter der Garage. Und zwar ist das ein Bike, was ich jetzt testen darf eine gewisse Zeit. Und das möchte ich euch jetzt heute einmal zeigen. Viel Spaß beim Video. Leute, es ist ein Radon Jab und zwar das 10.0 HD, also volle Hütte. Ich glaube, ein Fahrrad so mit so einer Ausstattung, das Levo ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar, aber so eine krasse Ausstattung hatte ich tatsächlich, glaube ich, noch nie am Bike. Deswegen groß Dankeschön an Radon, dass ich das Bike hier testen darf die nächsten Wochen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sich anfühlt. Das ist nämlich das Bike, was ich halt eigentlich haben wollte damals, ne? Also es ist ja dann das Canyon Torque geworden. Das lag einfach an der Verfügbarkeit damals. Jetzt sind die Dinge aber anders, aber ich freue mich echt, dass ich das Rad testen darf, weil das Torque hat mir ja bekannterweise am Ende nicht ganz so gut getaugt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das Bike jetzt anfühlen wird. Setup habe ich noch gar nicht gemacht. Das Einzige, was ich eingestellt habe, ist das Cockpit. Und ich habe ein Mudguard dran gemacht, damit es nicht ganz so dreckig wird und ich nicht so immer die Matsche im Gesicht habe. Ein paar Settings am Fahrwerk und so muss ich natürlich noch machen. Von der Größe her habe ich mich an der Tabelle orientiert, beziehungsweise es war auch die einzige Größe, glaube ich, die ich haben konnte. 20 ist die Größe. Carbonrahmen, zum Thema Ausstattung und so weiter werde ich noch ein ganz anderes Video machen oder ich sage euch ein bisschen was am Ende. Oder ihr schaut euch einfach auf der Homepage das Ganze an. Aber viel wichtiger ist natürlich, wie fühlt sich das Ganze für mich an und wie funktioniert das Ganze. Es ist jetzt leider schon Abend und wir können nicht mehr Fahrrad fahren gehen, aber wir haben natürlich einen kleinen Bike-Trip geplant und da nehmen wir euch mit. Bis dahin. So Leute, ich habe euch ja versprochen, wir testen das Bike auch auf dem Trail, weil letztens war es ja schon praktisch Nacht. Und wo kann man das Bike am besten testen? Richtig, im Bikepark OE. Denn hier bin ich so ziemlich alle Fahrräder, die ich irgendwie mal hatte oder also so Tests gemacht habe, bin ich die hier gefahren und kann dann relativ gut beurteilen, wie fühlt sich das Ganze an. Ich habe das ganze Thema mit der Bewertung diesmal ein bisschen überarbeitet. Das heißt, es gibt ein Punktesystem, nachdem wir jetzt Bikes bewerten werden. Und wir fahren jetzt gleich ein paar Runden. Wir haben hohen Besuch da. Der Tobi ist mit dabei, der Marc, aka die Pottlegende. Vielleicht kennt ihr ihn noch von damals. Und wir werden ein bisschen Spaß haben auf den Trails. Und ich werde mal schauen, wie ich mich mit dem Jab so schlage. Let's go. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, jede Strecke erst einmal ganz entspannt abzurollen mit dem Bike. Ich sage euch eine Sache vorweg, der Lift hat schon mal super funktioniert mit dem Bike. Als allererstes sind wir auf den Flowtrail gestartet. Hier ist mir schon von vornherein aufgefallen, dass das Bike viel, viel agiler ist, als ich es die letzten Wochen vom Downhill-Fahren gewohnt bin und viel leichter in die Luft geht. Geil.
Trail Nummer 2 war natürlich die Freeride Line, denn hier folgt ein Sprung nach dem anderen und ich sage euch eins, hier kann man auf jeden Fall gut springen lernen mit seinem neuen Mountainbike. Thank you.
So Leute, wir sind am Ende vom Video angekommen. Erster Tag im Park mit dem Radon Jab. Und ich habe euch ja versprochen, ich habe das Ganze jetzt immer in 5 Kategorien aufgeteilt. Und diese 5 Kategorien gehen wir einfach durch. Es gibt immer Punkt 1, also 1 bis 5 Punkte. 5 Punkte ist optimal, 1 Punkt ist semi-optimal. Was natürlich wichtig ist vorab zu sagen, das ist halt eine subjektive Meinung. Ne? Also ich bin da jetzt ganz, ganz subjektiv reingegangen. Wisst ihr, ich gehe viel nach Gefühl, wenig danach, was das Fahrrad an Material hergibt oder so weiter und so weiter und so fort, sondern es geht mir wirklich ums Gefühl. Punkt Nummer 1, den ich mir ausgesucht habe, ist Laufruhe. Ne? Da habt ihr ja entweder sehr laufruhig oder sehr agiles Bike. Ich würde dem Bike, was die Laufruhe angeht, eine 2 von 5 geben, weil ich das tatsächlich doch sehr agil gefunden habe. So, der nächste Punkt, den ich mir ausgesucht habe, ist Jumps. Hier im Bikepark OE haben wir sehr, sehr viele Jumps auf wenig Raum. Deswegen konnte ich verschiedene Sprünge testfahren. Und ich würde sagen, das Bike, was Jumps angeht, eine 4 von 5 auf jeden Fall. Es geht super, super leicht in die Luft. Hat mir persönlich am Anfang nicht ganz so gut gefallen, weil ich immer das Norco gefahren bin. Und das Norco, ja, da braucht man einfach viel mehr Energie, um das Bike in die Luft zu kriegen. Hier war es aber so, am Ende, wo ich mich ein bisschen daran gewöhnt habe, habe ich gemerkt, was es für Vorteile bringt, weil man hat einfach viel, viel weniger Energie verschwendet, wenn man zum Beispiel die Startjumps springt hier. Und das hat einfach mega Bock gemacht. Der nächste Punkt, vielleicht für einige Leute auch wichtig, für mich persönlich nicht ganz so wichtig, aber die Optik spielt ja immer so ein bisschen eine Rolle. Viele tunen ja auch ihre Bikes, weil wenn man sich auf dem Bike wohlfühlt und das findet, das sieht mega aus, dann fühlt man sich einfach wohl. Und das ist für manche Leute auf jeden Fall auch wichtig. Ich finde persönlich in der Ausstattung, die Farbe, die Geo, alles pipapo. Also für mich schon eine 5 von 5. Eigentlich besser geht es meiner Meinung nach nicht. Finde ich richtig, richtig nice. Das Einzige, was ich vielleicht geändert hätte, wären die Griffe oder so. Aber das ist wieder so ein Meckern auf hohem Niveau. Der nächste Punkt, vielleicht auch wichtig für einige Leute. Es gab ja viel Diskussion über Klappern von Bikes und so weiter in der Vergangenheit. Und deswegen habe ich das Thema Geräuschkulisse mit reingenommen. Ich habe heute nicht viel Klappern gehört, also eigentlich fast gar nicht. Ich würde sagen, eine 4 von 5 auf jeden Fall. Die Züge, die innen verlegt sind, scheinen anscheinend keine Geräusche zu machen. Wenn das Bike natürlich ein bisschen länger gefahren wird, weiß man nie, wie sich das dann anhört. Da muss man auch ein bisschen was pflegen und so weiter. Aber das Bike ist auch nicht ganz neu. Es wurde auf jeden Fall nach meines Wissens nach schon für ein Shooting benutzt und ist dementsprechend nicht ganz neu. Allerdings für mich trotzdem voll ausreichend, würde sagen 4 von 5 Punkte. 5 wäre halt so ganz leise, aber ganz, ganz leise war es nicht. Aber es ist auch schwer zu bewerten auf Strecken, wo es dann so ein bisschen rumpelt und so. Davon haben wir ja nicht ganz so viel jetzt hier in Olpe gehabt, aber trotzdem 4 von 5 Punkten. Der letzte und durchaus auch wichtige Punkt, Preis-Leistung. Das Bike, so wie es jetzt hier steht, das 10.0 HD Radon Jab, also volle Hütte, mehr geht nicht, kostet aktuell, glaube ich, knapp 4.500 Euro. Und ich muss sagen, für die Ausstattung, also Preis-Leistung, mega, kann man eigentlich nicht. Also es gibt, glaube ich, nur noch wenig Marken, die irgendwie in dem Preissegment unterwegs sind. Und dazu möchte ich auf jeden Fall auch noch ein Video machen. Aber hier kann ich nur sagen, meiner Meinung nach 4 von 5 Punkten für die Ausstattung, 4.500 Euro, ist auf jeden Fall ein mega guter Preis. So Leute, ich hoffe, der erste Eindruck vom Radon Jab hat euch gefallen. Ich habe das Bike jetzt noch für ungefähr 7 Wochen. Das heißt, es werden noch einige Videos folgen und ich nehme euch weiterhin mit. Ich werde hin und wieder mal wieder bestimmt was zu dem Bike sagen und ich habe auch noch 2 weitere Videos zum Bike an sich geplant. Das war jetzt erstmal so der Vergleich zwischen dem Canyon Torque, was ich eigentlich gar nicht kaufen wollte, weil ich wollte eigentlich dieses Fahrrad kaufen. Zwar nicht in der Ausstattung, aber es sollte ein Radon Jab werden. Und es hat wegen der Corona-Pandemie damals nicht geklappt. Ich muss jetzt sagen, von meinem Feedback her, ich glaube, ich wäre mit dem Radon Jab glücklicher gewesen als mit dem Canyon Torque. Einfach nur so vom Gefühl her. Ich weiß natürlich nicht, wie die Ausstattung sich gefahren hätte, die geringere, aber wie man auf dem Bike steht und wie es sich anfühlt, das ist ja eigentlich immer gleich, weil die Geo sich ja nicht viel verändert. Also ich bin nicht traurig deswegen, weil ich habe das jetzt trotzdem ja mal testen dürfen. Aber ich glaube tatsächlich, ich wäre gerade als Anfänger mit diesem Bike auf jeden Fall auch glücklicher gewesen, weil das Torque tatsächlich noch
spritziger irgendwie gewesen ist und härter und man hat sich nicht so satt im Bike gefühlt, also ich auf jeden Fall nicht. Kann sein, dass das für andere Leute ganz anders ist, aber ja, ich würde sagen, das Jab liegt knapp vorne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Lasst gerne ein Abo da, kommentieren, ob ihr vielleicht schon mal ein Radon Jab gefahren seid und wie euer Feedback zum Radon Jab ist. Würde mich interessieren, was die anderen Leute so sagen, ob ihr auch mein Punktesystem nachvollziehen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.